dir auf Steam mal wieder einen Schmankerl rübergeschoben. Oh, da bin ich gespannt, Gedankenspiegel. Ich habe Steam gerade deaktiviert, so wie alle anderen von diesem Programm, damit die nicht im Hintergrund irgendwie downloaden, während ich streame. Oder schaue ich nach dem Stream dann gleich. So, dann treten wir mal gegen König Stolzmoor an. Der Boss der ersten Welt quasi. Ja, meine treuen Untertanen jubeln mich an. Wow, hey, das ist nur ein Kartenturnier, King Knight. Jetzt mal ganz ruhig hier. Haut gleich das Tor ein. Ach, das ist noch ein richtiges Level. Das ist nicht nur ein Kartenturnier. Na dann. Ah, Gemeinheit. So weit, so gut. Ah, warte mal. Da oben war ein Geheimlevel. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Na gut. Egal. Ich habe es beim Runterfallen noch gesehen. Der Rand oben sieht verdächtig aus. Sumo-Ritter oder wie? Der ist cool. Ah, Ratte, komm bitte her, ich brauch dich. Aber nicht so niedrig fliegen, bitte. Nein, und mich bitte nicht in die Lava schubsen, vor allem. Ah, so wird das nix. Jetzt komm her. Okay, und? Ja, dankeschön. Letzte Chance, gerade noch geschafft. Ich hätte auf dem Schiff unser ganzes Geld ausgeben sollen. Mit so viel Geld hierher kommen war einfach keine gute Idee. Mist, jetzt fehlt mir die Ratte hier für das Symbol. Schade. Ah, hier wäre noch eine. Ah, und die respawnt auch die andere. Okay. Alles klar. Damit hat er nicht gerechnet, der Sumo-Ritter. Was ist denn das? Dekret der Zerstörung. Ein Einweggegenstand. Beschwör einen freundlichen Greif, der deine Feinde 20 Sekunden lang angreift. Gut zu wissen, dass wir sowas haben. Okay. Oh, aber da ist ein sehr unfreundlicher Greif wahrscheinlich. Ratte, Attacke! Na gut. Ah, perfekt. Yeah. Mit der Macht der Ratten. Es ist Zeit. Aber ist das jetzt ein Kampf oder ein Kartenspiel? Keine Ahnung. Ah, ein Besucher. Wundervoll. Ich nehme an, du kennst mich bereits als König Stolzmoor. Und nun bin ich zudem noch ein Just-Titan. Ich bin Night King. Sobald ich die Just-Krone errungen habe, wirst du mich in meinem Schloss aufsuchen müssen. Wie schön, in diesen Zeiten noch solch Leidenschaft zu sehen. Ich glaube, seine Stimme hat sich gerade verändert, oder? Ich weiß nicht mehr, wie die vorher war. Doch als Herrscher braucht man Geduld, Weisheit und eine Strategie wie beim Just. Klingt anstrengend, langweilig und lasch. Vergessen wir die Karten. Ich muss dich ja nur besiegen, also mach dich bereit. Aber, ach, ich verstehe. Die Regeln besagen nur, dass man die Just-Titanen besiegen muss, also nicht zwingend Karten spielen muss. Clever. Für dich zählt also das Gesetz, nicht der Kampfgeist. Hä? Nun denn, ich kann dir nur sagen, dass ich in meiner Jugend ein vortrefflicher Krieger war. Wenn du so ein König bist, King Knight, dann lass mal deine Taktik sehen. Mach dich breit, Bube!
Ich habe schon sowas in der Art mir gedacht. Ah, guck mal, er schützt seinen Kopf. Clever Girl. Oh, oh, oh Gott, ey, jetzt dreht er aber auf. Oh, come on. Ich brauch das Herz, das ist schnell. Okay. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Oh Gott. Das ist irre. Ich muss mir die Ratten aufheben, wenn er durchdreht am Schluss. Dann wird's leichter. Okay. Die Bosse gehen immer recht leicht los und drehen dann so richtig auf mit der Zeit. Das ist eigentlich bei allen Shovel Knight Bossen schon immer so. Mist. Oh, come on. Jetzt bin ich aber blöd gerade. Okay, meine Ratten tun dem gar nichts. Und ich war gerade echt gelähmt irgendwie. Ah, ich hätte mir bei meiner Mutter vielleicht ein bisschen Lebensenergie kaufen sollen. Aber das kriegen wir jetzt schon hin. Muss nur ein bisschen... Aber wartet mal. Ich habe doch andere Fähigkeiten. Wir müssen nicht unbedingt die Ratten benutzen. Vielleicht verwende ich stattdessen lieber die Speere mal. Wenn ich die in der richtigen Höhe werfe auf seinen Kopf, wird das schon hinhauen. Mist. War nicht schnell genug. Ach komm schon, warum habe ich denn jetzt Schaden bekommen gerade? Ich finde, das ist unfair. Dammit, er hat uns... Ach. Mann, was für ein Arsch! Was für ein Arsch! Jetzt hau ab! Oh, yeah! Das war ganz schön knapp. Welch Anmut! Was für ein Spaß! Eine so dreiste Strategie habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich mag besiegt sein, doch zwei weitere Chos-Titanen verbleiben. Vielleicht kann ich dir ja bei deinem Ansinnen helfen, denn deine nächsten Gegner kenne ich recht gut. Komm, Federchen und Schnäbelchen! Achso, der hat gleich zwei Greifen. Cool. Ich hätte auch gern zwei Greifen. Einer wäre auch schon cool. Und so teilte der gute König Stolzmoor seine königlichen Weisheiten und sein Wissen über den Apfelfisch. Apfischkönig. König Knight nickte teilnahmslos. Hä? Ich dachte, wir fliegen jetzt mit Greifen. Für was brauchen wir denn jetzt die Propellermäuse? Naja. Bei meinem Kamm! König Stolzmoor ist unter uns! Ihr alle, beugt das Knie unserem König! Nur keine Förmlichkeiten unter Freunden. Ich habe soeben, ich muss... King Knight getroffen und mich von seinen Strategien, von seiner strategischen Brillanz überzeugt. King Knight, Champion eines Monarchen, hurra, entrollt das Banner. King Knight, ich bin beeindruckt. Du hast den unbesiegbaren König Stolzmoor beim Chios bezwungen. Gut gemacht. Ach, genau.
Stolzmoor war meinen Chios-Talenten nicht gewachsen. Nun, wir sollten ihn nun wirklich nicht länger aufhalten. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich fühle mich wie neu geboren. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, könnte ich auch einfach bleiben. König Stolzmoor, es wäre uns wahrhaftig eine Ehre, dich unseren Gast nennen zu dürfen. Nun denn, dann ist es ja ein königlicher Flug voller Kraft voraus zur Apfischgrotte. Ich kenne noch immer den geheimen Weg zum so zurückgezogen lebenden Apfischkönig nach all diesen Jahren. Okay. Da wird sich wahrscheinlich meine Mutter freuen, die war doch so ein König Stolzmoor Fangirl. Ja genau, da ist sie auch schon und grinst. Welch große Galerie. Endlich mal genug Platz, um sich zu bewegen. Ich kann hier einige Leckereien zaubern, die dir wirklich Vitalität verleihen. Purzelchen. Hast du mir ein wenig Bares mitgebracht? Ich würde dir zu gerne was kochen. Okay, ich würde sagen, ein zusätzliches Herz für 3000 ist eine gute Idee auf jeden Fall. Her damit. Und? Oh, ja, komm, holen wir uns mehr Herzen. Mehr Herzen sind immer gut. Ja, Let's Grits im Chat. Finde ich gut. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Okay, gebe ich mein ganzes Geld für Herzen aus. Ist eine gute Idee. Okay, auf zum nächsten Abenteuer. Das Königreich vom König Apfisch. Crusader, danke schön für die Bits. Das Glas wird wieder aufgefüllt, nachdem es vorher gesprengt wurde. Schön. Juhu. Es ist wirklich immer wieder schön, oder? Ich finde es immer wieder schön zuzusehen, wie die Bits in das Glas prasseln. Herrlich. Ah, die Frösche werden in den Seifenblasen hier quasi gefangen. Für kurze Zeit zumindest. Verstehe. Ja. Jetzt hat er sich umgebracht. Ja komm, ich brauche einen Frosch. Ja, danke schön. Donnerstag ist der zweite Special-Stream diesen Monat und traditionell ist das ein totaler Random-Stream. Aktuell haben wir quasi... Oh, ich wollte es gar nicht kaputt machen. Man kann nämlich, das habe ich noch gar nicht erklärt, man kann die Zwischenspeicher in den Level zerstören. Dann muss man die Level aber immer wieder von ganz vorn anfangen, wenn man stirbt, kriegt aber super viel Gold dafür. Mache ich aber nicht. Traue ich mich nicht. Ach so, genau. Donnerstag ist quasi der Random-Stream und ich mache ja jetzt schon immer irgendwelche Random... Retro-Spiele, nicht Retro, Indie-Spiele. An Donnerstag kommt quasi irgendwas, das es noch nie auf dem Kanal gab, in keinem Stream und sonst auch nichts, aber nicht unbedingt Indie ist. Sondern irgendwas. Oh, war das gemein. Tja. Wann kommt wieder 24-Stunden-Stream? Voraussichtlich, wenn alles so hinhaut, am 10.7.
bis der nächste 24-Stunden-Stream. Komm schon, nicht schon wieder, Mann. Die Frösche sind echt gemein. Oh Mann, ey. Hau ab jetzt. Ohne Witz. Nicht cool. Nicht cool, Froschi. Nicht cool. Nix wie weg hier. Ah, verdammt, jetzt würde ich doch nochmal gern zurück. Darf ich sogar? Cool. Okay, gut. Genau, genau. Das ist der Plan. Die Frösche gehen mir so auf die Nerven. Ich kann nicht mehr. Tango, der hier im Wald läuft, irgendwie ganz komisch. Hier wäre es noch weiter gegangen, oder? Ich habe hier viele Geheimnisse verpasst in dem Level. Mindestens zwei geheime Routen. Einer hätte wahrscheinlich unten entlang, genau, den schweren Weg quasi. Hätte Fahrradkette. Heißa! Der Konkurrenzkampf hier ist heißer als das erste Haus des Tjost. Bereit, ein wenig in Schweiß zu kommen. Okay, ja. Oh, was? Damit habe ich nicht gerechnet. Geheimgang. Yeah. Oh, gar nicht schlecht. Der Abfisch-Akolyt ist eine sehr gute Karte. Sollte ich gleich in mein Deck bauen. Schön langsam habe ich nur noch gute Karten in meinem Deck. Der Rüstungsschmied. Ganz recht, wir haben das große Tor gebaut. Die Angeln haben eine Ewigkeit gebraucht. Doch unser Kunde hat uns dafür fürstlich entlohnt. Und der Schaufelschmied. Natürlich. Denk dir bloß, Kamerad, er hat behauptet, er sei ein Waldgott. Es hat zum Himmel gestunken, wie ein Zimmer voller Apfelfische, wenn du mich fragst. Apfische. Hahaha, welch eine Saga. Lust auf eine Runde, Fremder? Ja. Und, Kamerad? Wenn du je einen triffst, der sagt, er sei ein Akolyt, tu dir einen Gefallen und nimm den Job. Hä? Was haben wir denn hier? Kann man die nicht verschieben wahrscheinlich, oder? Die Dinger. Das ist ja mal ganz was Neues. Nee, genau, die sind fest. Schieben unmöglich. Ich verstehe. Dann hat er den jetzt schon mal sehr gemein platziert, auf jeden Fall. Nicht blöd, der Arsch. Mensch, das war echt gut. Das war wirklich nicht blöd. Ach Quatsch, das geht mit dem gar nicht. Ah, das ist jetzt hier. Ich hätte Karten, die ich echt gut brauchen könnte. Aber jetzt gerade nicht auf der Hand. Das macht's echt ein bisschen blöd jetzt hier. Jetzt hat er gewonnen.
Damn you! Jetzt klaut er mir eine Karte, der Arsch. Den Baden hat er mir gestohlen. Revanche! Aber jetzt. Das weiß ich auch nicht genau, Mr. Hawkeye. Keine Ahnung. Du musst ja an das Herz der Karten glauben, Seppo, schreibt Katka. Da hat er recht. Jetzt habe ich hier Quacker. Na, endlich eine Karte, die man brauchen kann. Das ist sehr gut. Das hilft schon mal. Ungemein. Das ist... Der will's wissen. Nicht gut. Nicht gut. Obwohl... Ach, ich bin so blöd. Das Spiel ist schon vorbei. Das war jetzt echt super blöd von mir. Ja, wie gesagt, ich check's einfach noch nicht. Ich habe noch nicht das Gefühl für dieses Spiel. Das ist wirklich irgendwie... Ich find's super schwierig. Okay, ich habe wieder Quacker auf der Hand. Diesmal muss ich besser aufpassen. Das Spiel ist vorbei, wenn alle Felder belegt sind. Alle Hauptfelder. Und weil da Steine liegen, gibt's eben kaum Hauptfelder. Ich versuche jetzt mal eine ganz neue Taktik. Ich schmeiße einfach mal alle seine Karten raus, so gut es geht. Weil dann bleibt ihm irgendwann gar nichts anderes mehr übrig, als meine Karten auf die... Ach so, ja gut, das ist jetzt schlecht. Aber irgendwann bleibt ihm dann nichts anderes mehr übrig, als meine Karten auf die Rubine zu schieben. Theoretisch zumindest. Muss nur alles andere vollstopfen. So, jetzt kann er den aber relativ leicht rausschieben, es sei denn, ich schiebe ihn raus. Dann könnte er ihn aber noch nach oben schieben. Stimmt. Schlecht. Schlecht. Ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht. Oh Mann, ey, ich krieg's echt nicht hin. Nein, jetzt hat er Quacker von mir genommen. Der Arsch, der. Ich muss jetzt aufhören. Ach so. Ich muss jetzt aufhören und die Karten erst wieder kaufen beim Kartenhändler, bevor ich wieder gegen den spielen kann. Der hat mir jetzt eine meiner wertvollsten Karten weggenommen. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Händler. Oder muss ich auf mein Schiff zurück vielleicht? Ach, guck mal, da ist Quacker. Nee, das ist Kröter. Okay. Rätsel. Pfah, reine Zeitverschwendung. Offenbar kann man dieses Spiel in einem Zug gewinnen, aber krieg's einfach nicht auf die Reihe. Warte, ich... Nee, gerade nicht. Ich komme später wieder. Ich bin gerade wegen was ganz anderem hier. Ah, genau. Dich habe ich gesucht. Sehr schön. Oh, Mann, ey. Was für eine Geldverschwendung. Was, heute keine Chatcam? Wie meinst du? Was meinst du? So, gut. Das hätten wir. Cat. Ah, jetzt. Ja, ja. Ich habe Chat gedacht. Es ist keine Katze da. Deswegen keine Catcam. So, Schmied. Jetzt bist du fällig.